Hey Freunde, was geht ab? Heute sind wir Klimaaktivisten in Notruf Hamburg. Wir haben uns hier mitten in der Nacht getroffen. Wir sind eine ganz gute Truppe hier an großen Blockierern. Wir werden jetzt zur Notruf Hamburg Brücke fahren und dort für den maximalen Stau auf diesen Server sorgen. Wir sind hier einfach auf irgendeinem Server, da ist schon ein Random, der weiß gar nicht genau, was abgeht. Wir fahren hier an der Ares-Tankstelle vorbei. Und da vorne ist direkt die Brücke. Und da stellen wir unsere Autos komplett quer drauf, dass hier niemand mehr reagieren kann. Also ich mach mal den Anfang. Ich stelle mein Auto einfach mal hier am Rand. Ich mache den Motor aus, weil wir sind ja Klimaaktivisten. Und jetzt da vorne kommen die anderen auch. Und wir machen jetzt einfach kreuz und quer die Brücke dicht. Und ich hole schon mal ein bisschen mein Absperrband raus. Und guck auch einfach mal, dass ich das hier ein bisschen absperre. So, genau, ein paar Leitern aufstellen, können wir auch machen. Dass hier einfach echt keiner mehr vorbeikommt. Ich mache hier noch so ein paar Hütchen hin. Genau, die Busse stellen sich hier irgendwie quer, dass einfach hier keiner mehr dran vorbei kann. Und dann gucken wir jetzt gleich mal, ob hier gleich Leute vorbei wollen. Ja, schon sehr gut, da hinten ist schon ein Polizist. Der will hier vorbei. Ich gehe da mal hin, schreibe den mal fürs Klima, let's go. Let's go fürs Klima. Der kommt hier jetzt nicht vorbei. Der Bus ist auch schön hier, perfekt. Alle auch schön mit meinem Merch, richtig cool. Boah, ey, hier sind so viele Leute aus der #Babobande. Sehr cool. Wenn du auch mal ins Video willst, join gerne meinen Discord-Server. Und sie schreibt sie genau richtig. Alle Babo abonnieren. Perfekt. Und genau. Marcel macht's richtig. Er setzt sich hin. Er klebt sich auf die Straße. Und lässt hier keinen mehr durch. Also Freunde, wir machen es ernst. Da ist das nächste Auto. Du kommst hier nicht durch. Und er versucht irgendwie an der Seite dran vorbeizufahren. Ah, das funktioniert nicht. Du kommst hier nicht durch. Fürs Klima, Freunde. Er dreht um. Er hat's gecheckt. Hier ist kein Durchkommen mehr. Da unten ist auch jemand. Wir haben hier echt einen guten Stau hingelegt, muss ich schon sagen. Da kommt das nächste Auto. Das rammt hier einfach. Nein, gegen den Klimawandel. Fürs Klima. Er versucht hier vorbei. Ich schreibe einfach mal Climate Change. Wir machen eine Klimademo. Er kann das gar nicht haben. Er muss gleich umdrehen. Er muss es einsehen, dass er da nicht durchkommt. Er muss es einsehen. Fürs Klima genauso. Sieht's aus. Er haut ab. Er haut ab. Er haut ab. Perfekt. Wir gehen wieder zurück auf Stellung und schauen mal, was noch so passiert. Okay, fürs Klima wird anscheinend da vorne auch geschossen. Er gibt nicht nach. Oder will er umdrehen? Nee, er weiß es selber nicht so genau. Wo ist denn Marcel? Der hatte sich einig auf den Boden geklebt. Er gibt nicht auf, ne? Er ist hier ehrgeizig. Oder kommt die Polizei? Sören klebt sich auch einfach auf den Boden. Okay, krass. Krass, krass, krass. Da kommt man nicht mal vorbei. Nele klebt sich auch auf den Boden. Oh mein Gott. Und wir werden hier angefahren. Das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Ey! Ich glaube, ich muss mal die Polizei rufen. Wir werden auf einer Demo angefahren. Schicke ich einfach mal los. Und hier ist ein Polizist fürs Klima. Junge, der fährt hier auch einfach rein. Mit dem Sportwagen. Zurück. Wir demonstrieren. Genau. Alles fürs Klima, Freunde. Ich glaube, sie checken es. Sie checken es. Wir versuchen, den nochmal ein bisschen wegzudrücken. Ja, genau. Fürs Klima. Der Marcel klebt sich einfach davor auf dem Boden. Let's go. Let's go. Hier kommt keiner dran vorbei. Und ich würde sagen, wir müssen jetzt nochmal irgendwo anders eine richtige Baustelle machen. Ich steige mal in mein Auto ein. Und jetzt fahren wir alle zur Bank, Freunde. Nee, wir fahren zum Gefängnis. Wir machen das Gefängnis richtig zu, dass niemand mehr verhaftet werden kann. Wir müssen die Polizei richtig, richtig auf den Keks gehen. Wir machen alles zu beim Gefängnis. Den Eingang möglichst gut versperren. Ich versuche mein Auto da mal vernünftig zu parken. So, vor Tür versuche ich mein Auto zu parken. So, vernünftig. Und jetzt nochmal rückwärts ran da. So, sehr gut. Dass keiner mehr da hinkommen kann. Sehr schön. Genau, wir können hier in dem Tor auch nochmal eine Leiter platzieren. Ach nee, wir machen das in der Tür. Dann können die Tür nicht aufmachen. Das ist auch richtig gut. Und können wir hier eine platzieren? Ach nee, es geht nicht. Aber da geht's. Sehr nice. Sehr nice. Boah, cool. Hier kann wirklich keiner mehr hin. Da sind sie alle. Und wenn jetzt ein Polizist kommt und jemanden verhaften will, dann geht's auf jeden Fall gar nicht mehr. Wir haben 10 Polizisten. Fürs Klima, genau. Da ist auch noch so ein weißer Sportwagen, der versucht noch rauszukommen, aber das klappt nicht. Oh, da wird jemand festgenommen. Einer der Demonstranten wird festgenommen. Nein, das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Den müssen wir totkloppen, den Polizisten. Der will einfach jemanden festnehmen. Nein, 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 nein. Den müssen wir totkloppen, den Polizisten. Nein, die Babobande hält zusammen.
Fürs Klima, Freunde, fürs Klima. Oh, ich muss einen Energy-Drink trinken. Kann ich mir hinterherlaufen. Er versucht durchzukommen. Und jetzt kann ich auch mit draufhauen. Jetzt kann ich mit draufhauen. Er hat losgelassen. Aber das reicht mir nicht. Er will direkt wieder jemanden festnehmen. Ich wette mit euch. Er hat mich festgenommen. Ihr müsst mich befreien, Freunde. Ihr müsst mich befreien. Ich bin im Auto drin, im Bus drin. Oh nein. Haut ihn tot. Ich bin im Auto. Oh nein. Der Bus hier, der muss sich despawnen. Der gerade fährt vorm Tor. Der muss jetzt einmal den Job kündigen, dann bin ich wieder frei. Einmal den Bus freilassen. Den Ziehharmonika-Bus, den Gelenkbus. Boah, Freunde. Ja, genau. Und jetzt geradeaus weg. Ich bin wieder aus dem Bus raus. Er versucht mich festzunehmen. Schnell. Alle tothauen. Nein, ich darf nicht ins Gefängnis. Nein. Die haben mich eingesperrt. Aber die können mich nicht einsperren. Ich werde wieder rauskommen und fürs Klima kämpfen. Das sage ich euch, Freunde. Das mache ich, Freunde. Ich lasse mir hier gar nichts gefallen. Wir sind die Hashtag Babu-Bande und lassen uns hier nichts gefallen. Ich gehe direkt wieder nach draußen. Ich versuche mal hier aus dem Knast rauszukommen. Ich versuche mal hier auf den Baum raufzugehen. Die Bäume sind einfach meine Freunde, Freunde. Let's go. Oh, schaffen das da nicht rauf. Warte mal, ich muss hier noch ein bisschen näher da dran stellen. Und hoch. Und jetzt hier rauf. Oh, ganz ärgerlich. Ja, ich bin auf dem Baum drauf. Freunde, ich leiste hier Support von draußen. Aber jetzt bin ich eh wieder frei. Und dann werden wir direkt mal hier unsere Chance nutzen. Da vorne ist mein Auto. Wir machen das ganze Gefängnis wieder zu. Die haben mich einfach eingeknastet. Die nehmen einfach Demonstranten fest. Das geht gar nicht. So, mit dem Auto rein. Boom, Auto dahin und fertig. Nein, hier wird eine festgenommen. Nein. Und draufhauen. Drauf. Oh, er nimmt mich gleich wieder fest. Nein, ich bin schon wieder festgenommen worden. Nein, ich bin schon wieder eingeknastet worden. Okay, jetzt müssen wir uns gleich mit Waffengewalt wehren. Freunde, ich bin wieder festgenommen worden. Das geht gar nicht. Wir suchen uns jetzt eine andere Stelle, wo wir hinfahren. Und zwar fahren wir jetzt zur Bank und werden da alles dicht machen. Die ganze Kreuzung an der Bank, sodass niemand mehr vorbeikommt. Das ist unser Plan, Freunde. Und wir sind wieder aus dem Gefängnis raus, Freunde. Und jetzt geht's für uns ab zur Bank, Freunde. Und die Polizei will uns hier einfach festnehmen. Das geht gar nicht. Das machen wir nicht mit, Freunde. Wir fahren hier zur Bank, Ecke Bank und Tunnel, wo wir alles dicht machen. Da vorne ist die Kreuzung. Der eine Bus hatte ich schon sehr gut dicht gemacht. Dann stelle ich mein Auto einfach mal hier hin. Und da sitzt schon jemand. Ey, sehr gut. Ich stelle mein Auto hier so zwischen den Schildern. Dann kann man da auch niemanden mehr rausnehmen. Dann kann hier auch niemand mehr durchfahren. Hier ist noch ein Polizist, der will hier durchfahren. Das geht auch nicht. Das müssen wir noch dicht machen. Sehr gut. Freunde, ich gebe euch mal ein Bild von oben. Ich stelle mal eine Leiter hier hin. Und jetzt kann ich hier aufs Bankdach rauf. Freunde, wir haben die ganze Straße hier dicht gemacht. Da unten ist irgendein Polizist, der will wieder rumtasern wie wild. Muss mal hier gucken, ob ich mich hier irgendwie bewaffnen kann. Wir haben da unten bei der Polizeistation einen Dealer auf jeden Fall. Da unten wird versucht, jemanden zu tasern. Andere Polizisten, das klappt natürlich nicht. Genau, fürs Klima. Hashtag Klimastreik, Freunde. Und ich habe von Slushes 1000 Euro bekommen. Vielen Dank, Grüße gehen raus. Die Slushes werde ich natürlich benutzen, um hier im Klimastreik ordentlich mitzuhelfen. Wir platzieren hier nochmal so ein paar Dinger hin und sperren hier den ganzen Kram hier einmal ab mit irgendwelchen Bändern, sodass hier niemand mehr durchkommt. Sehr cool. Und wir haben auch nochmal von MC 2014 11 10 eine Donation bekommen. Vielen Dank. Dankeschön. Grüße gehen raus. Und hier ist schon ein Lambo, der fährt mich an. Der will hier einfach durchfahren. Nein. Das geht nicht. Fürs Klima. Du kommst hier nicht durch. Nein. Das lassen wir nicht zu. Da vorne, der gelbe Lambo-Fahrer. Nee. Und hier ist einfach jemand gestorben, Alter. Fürs Klima ist der einfach gestorben. Und jetzt kommt das SEK schon und will den Streik auflösen. Das geht gar nicht. Aber Freunde, ich danke euch für eure Donations. Vielen, vielen Dank. Und ich würde sagen, Freunde, wir machen den Klimastreik hier noch ein bisschen weiter. Und wenn euch das Video gefallen hat und ihr mal sehen wollt, wie die Bauern mal einen richtigen Streik machen, dann schaut euch doch gerne das Video auf der rechten Seite an. Bis dann und ciao.